Frau Professorin Neumann, guten Tag. Guten Tag. Sie stammen aus Atlanta, Georgia, und Sie haben an der Harvard University und der Freien Universität Berlin studiert. Sie hatten Professuren an der Yale University und Tel Aviv inne. Seit 2000 sind Sie Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam. Zuletzt erschienen von Ihnen Warum Erwachsen werden, eine philosophische Ermutigung bei Hansa in Berlin 2015 und Von den Deutschen lernen, wie Gesellschaft mit dem Bösen ihre Geschichte umgehen können. Übersetzt aus dem Englischen von Christiana Goldmann und auch bei Hansa erschienen. Der letzte Titel erinnert an eines ihrer besonderen Interessengebiete, nämlich den Zwiespalt zwischen der Lebenswirklichkeit und den Hoffnungen, die sich auf Vernunftideale oder der Sehnsucht nach Gerechtigkeit stützt. Ist das ungefähr so richtig Das ist ausgedrückt? richtig gesehen. Dankeschön. Ja. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch in meinem Homeoffice. Und ich darf Ihnen zu Jean Méry einige Fragen stellen. Jean Méry, als Hans Mayer 1912 in Wien geboren, war Schriftsteller, Essayist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und als Häftling in Auschwitz und Bergen-Belsen ein Opfer des Nationalsozialismus. Seit 1955 nannte er sich Jean Méry. 1978 nahm er sich in Salzburg das Leben. Welches sind für Sie seine wichtigsten Bücher? Das ist eine gute Frage, weil natürlich ist jenseits von Schuld und Sühne das Fundament seines Schreibens. Es ist ein ungeheuerliches Buch. Es ist bewegender als jeder Bericht über den Konzentrationslager, den ich gelesen habe. Und ich habe leider relativ viel davon gelesen. Und ich erlebe es immer wieder, wenn ich das Buch an Menschen empfehlen, die es nicht kennen, dass sie erschüttert sind, weil es für Leute, die sehr viel gelesen haben, das Interessante ist, da ist nichts Grausames drin, nichts, also es gibt viel grausamere Darstellungen von Auschwitz. Es gibt nichts, was geistig grausamer ist. Und das ist, es ist ein erschütterndes Buch und ich lese es immer wieder. Außerdem es ist es ein Triumph der deutschen Sprache, muss man einfach sagen. Ich bin zwar nicht Muttersprachler Deutsch, aber ich kann schon erkennen, wenn jemand ein Meister der deutschen Prose ist. Allerdings, ich finde viel seiner anderer Bücher fast genauso wichtig. Und die sind zu Unrecht ignoriert oder weniger ernst genommen. Und was mich an Marie wirklich seit mehr als 25 Jahren fasziniert, ist diese Fähigkeit, jenseits von Schuld und Sühne zu schreiben und dann auch bis an seinem Lebensende die beste Verteidigungen der Aufklärung, die im 20. Jahrhundert geschrieben worden sind. Und also ich finde deshalb, Charles Bovary ist extrem wichtig. Ja. Ja, habe ich auch. Und auch die Aufsätze, die ich glaube, das ist Band 6 und Band 7 von der Gesamtwerke, Ja. die sind großartig, die sind auch wirklich aktuell, erschreckend aktuell, würde ich finden. Also seine vorausschauende Kritik auf Menschen wie Foucault und auch zum Teil Adorno, und deren Verratern die Aufklärung, finde ich sehr wichtig und werde ich auch in meiner eigenen, also immer wieder in meinen eigenen Arbeiten benutzen. Noch zu Jenseits von Schuld und Sühne. Es ist ja selten, dass die Untertitel eines Buches so exakt auf das Buch passen. Bewältigungsversuche eines Überwältigten. Das hat mich allein schon dieser Titel, das ist Ja, super. das ist die Frage, ob er wirklich überwältigt wurde. Denn ich meine, klar, so sieht er aus. Ich Ja. meine, wenn man ihn sieht und ich auf unsere Tagung im Einstein-Forum war auch jemand, der ihn persönlich kannte, war ein Familienfreund, der Peter Steffen Jung, das Kind von
Robert Jung und kannte Amery aus seiner Kindheit und sagte, es war sehr schwer, ihn zu einem Lächeln zu bewegen, aber dass er eine sehr sanfte Person war. Aber okay, er sieht aus, als ob er von Gesicht her von dem Lager überwältigt wurde. Und dennoch schreibt er Sachen wie diese Aufklärungsaufsätze, die voller Ermutigung sind. Ja, also ich weiß nicht, ob er überwältigt wurde. Es ist ein spielerhafter Titel, wie er, oder Untertitel, wie er immer mit der Sprache gespielt hat, aber da bin ich nicht sicher, ob es eigentlich stimmt. Bestimmt hat er das Gefühl, als er die Aufsätze, die zum Buch geworden sind, geschrieben hat, das war 66, das war kurz nach den Auschwitz-Prozessen. Und er, also alle Beobachter der Auschwitz-Prozessen, die ich jedenfalls gelesen habe, also Arendt hat darüber geschrieben und andere, sie waren entsetzt darüber. Und ich, also die deutsche Vergangenheitsaufarbeitung hatte gar nicht angefangen. Ich kann verstehen, dass er in dem Moment völlig überwältigt gefühlt hatte. Ich frage mich natürlich immer, was er später gesagt hätte zu Deutschland. Aber gut. Darf ich ein etwas zitieren von ihm? Am 15. April 1978 sagte Amery in seiner Rede zur Eröffnung der Wolfenbütteler Lessinghauses mit dem Titel Lessingscher Geist und die Welt von heute. Und wenn ich das lese, dann höre ich immer seine Stimme. Wie bitter nötig hätten wir Männer wie ihn gerade jetzt, in Tagen, da die Aufklärung in Misskredit gerät und ein neuer Obskurantismus sich hervortut, von dem man vielleicht später sagen wird, er sei gefährlicher gewesen als das dunkle Manntum seines Erzfeinds, des Hauptpastors Götze. Die Welt bedürfte Lessings oder richtiger seines geistigen Typus. Dann tatsächlich war zwar ein einziger mit seinem nur ihm gehörigen Eigentum, zugleich aber Personifikation seiner intellektuellen Struktur, der wir in der Geistesgeschichte zwischen Sokrates und, sagen wir, Heinrich Mann immer wieder begegnen. Frau Professorin Neimann, der Anfang dieser Rede passt doch genauso gut auch auf Jean-Amery selbst, nicht? Er spricht nur von sich selber, das ist ganz klar. Also er identifiziert sich, also in der ganzen Rede identifiziert er sich total mit Lessing. Und ich halte ihn für einer der größten Aufklärer des 20. Jahrhunderts, wenn nicht der größte. In dem Zitat kommt Einziger und Eigentum vor. Da greife ich natürlich einmal in mein Regal. Max Stirner, der Einzige und sein Eigentum. Und sehen Sie, ich weiß genug, und wenn ich Amery lese, ich weiß genug, um zu wissen, dass ich wirklich nur die Hälfte seiner Anspielungen mitbekomme. Das habe ich nicht mitbekommen. Es ist mehr als ein wandelndes Literaturlexikon, nicht? Ja, absolut. Und Und darin traf er sich natürlich auch mit seinem sozusagen Namensvetter Hans Meyer. Nicht? Also der Autor von den Außenseitern. Ja. Sie fragen stets, ich zitiere mal aus Ihrer Webseite, wie sollten Gesellschaften mit dem Bösen der eigenen Geschichte umgehen? In einem gewissen Sinne hat uns doch das Jean-Amery immer gelehrt, nicht? Durch seine Person, durch sein Schreiben, durch seine Bücher, durch seine Haltung, nicht? Jein, würde ich sagen. Ich meine, er ist 78 gestorben. 78 gab es wirklich noch keine Vergangenheitsaufarbeitung in Deutschland. Er hat viel darüber geschrieben, was man nicht tun soll. Und das ist klar, ich weiß nicht, ich meine, grob gesagt, ja, kann man sagen, er hat sich immer
mit dem Thema beschäftigt. Aber mit dem Spezifikum der Frage, wie ein Land tatsächlich seine kriminelle Vergangenheit aufarbeitet, hat uns nur gesagt, wie es nicht geht. Und ich meine, zu seiner Zeit, vor allem in Jenseits von Schuld und Sühne, wie es nicht ging, war nichts zu tun. Oder diese wunderbare Zitat da, der Mann, der ihm sagte, die Deutschen könnten den Juden nicht für Auschwitz nicht verzeihen. Ja. Mhm. Also, ja, aber gut, er ist sicherlich immer eine Inspiration, wenn man über diese Fragen nachdenkt. Ich erinnere mich gut an die Stimme von Jean-Marie, wenn er im WDR, das war in den 70er Jahren, in der Sendung am Abend vorgestellt, aus seinen Werken las. Seine Aufsätze über die Bücher aus der Jugend unseres Jahrhunderts oder an den Grenzen des Geistes mit seinem Bericht über den Intellektuellen in Auschwitz. Und dann kommt auch die Definition, was ein Intellektueller ist. Ein Intellektueller, schreibt er, wie ich ihn verstanden wissen möchte, ist ein Mensch, der innerhalb eines weitesten Sinne geistigen Referenzsystems lebt. Aus diesen Zeilen klingt ein wenig ein Abstand zu den schrecklichen Ereignissen an, obwohl Amerie hat diese wohl nie verbunden. Das würde ich widersprechen. Das setzt einen Begriff von Geist voraus, dass es irgendwie ohne Leidenschaft ist. Also, dass ein geistiger Referenzsystem etwas mit Abstand, etwas Kühles, etwas distanziert ist. Und das war bei Amerie nie. Also wenn man sowas liest, wie ich neulich wieder gelesen hatte, diese unmeisterliche Wanderjahren. Sie wissen ja, ich bin Philosophin selber. Ich weiß, wie man mit Leidenschaft, ich weiß, was es heißt, Denker aus Leidenschaft zu sein. Und das war er. Also ich, wenn er da schreibt, ein Mensch, der innerhalb eines im weitesten Sinne geistigen Referenzsystems lebt, das heißt überhaupt nicht mit Abstand. Das heißt nur, dass er sein ganzes Lesen, sein ganzes Denken verinnerlicht hat. Aber nicht, dass es ihm Abstand gibt. Das wäre meiner. Aber er durfte doch zu Recht beanspruchen, das haben wir ja vorhin schon angedeutet, ein Aufklärer avant la lettre zu sein. Naja, avant la lettre oder nach der lettre, finde ich, leider. Also dein Referenzpunkt ist immer die französischen Aufklärer, auch Kant. Er ist auch Kantianer, der hat Sartre zum Kantianer gemacht, was ich schön finde. Aber ich weiß nicht, was Kant dazu gesagt hat, was Sartre dazu gesagt hätte, aber gut. Also ich würde nicht sagen avant la lettre, ich würde mich freuen, wenn es mehr solche Geister heutzutage gibt, aber ich bin da ziemlich allein heutzutage als Aufklärer. Beim Stichwort Kant fällt mir ein, als ich den ersten Band der Sartre-Biografie von Sartre gekauft habe, und schlag ihn auf, und da ist da diese schöne erste Seite, wo er erklärt, warum er über Flaubert schreibt. Und dieses Universel Singulier erklärt unten auf der Seite. Da hat jemand, der Vorbesitzer des Buches, Kant mit Ausrufezeichen daneben geschrieben. Aha, okay. Das fand ich nett. Schlägt man das Register des Bandes 9 Materialien auf, muss einem dort auffallen, dass unter den vielen Namen Jean-Paul Sartre mit Abstand am häufigsten genannt wird. In Ameries unmeisterlichen Wanderjahren steht ein längerer Aufsatz, nicht nur dort, sondern auch woanders, über Sartre, in dem er beschreibt, wie er Sartre nach seinem und seinen Existenzialismus nach dem Krieg entdeckt hat. Der Existenzialismus war nicht nur für ihn, er schreibt von sich in der dritten Person, für Amerie, sondern für Tausende, die sich mit ihm verschworen, die Justifikation post festum des vollbrachten Widerstandes, wie wirkungsmächtig oder elend versickernd, der auch gewesen sein mochte.
Sartre war in gewissem Sinne ein Wegweiser für Amerie. Ja, das hat er immer wieder gesagt. Allerdings hat er sich ein Existenzialist-Positivist genannt, was mir auch sehr sympathisch ist, dass er diese beiden Denkströmen verpflichtet blieb. Also ich finde, man kann das eine nicht ohne das andere ernst nehmen. Jean Marie war auch ein Mahner und Mittler. Ich erinnere mich an einen Aufsatz von ihm, der im November 1978 erschien. Die herzliche Uneinigkeit Franzosen und Deutschen fehlt es an elementaren Kenntnissen voneinander. Eine Mahnung, die er an die Pädagogen in beiden Ländern richtete, womit er aber keine Einebnung der Unterschiede meinte, sondern Lob aussprach für die Nuance, die Gefälle, die geistigen Spannungen im dialektischen Feld von gegenseitigem Verstehen, Missverstehen und zu spät verstehen. Ja, der war Mahner und Mittler. Und wie gesagt, was ich gerade so interessant finde, ist seine Mahnung vor der philosophische Irrationalismus, was wirklich erst Ende der 60er, Anfang der 70er angefangen hatte. Und die er, ich glaube, vor irgendjemand erkannt hat. Jedenfalls von irgendjemand auf der Linke. Da gab es bestimmt Kritiker von rechts immer. Aber dass er so haargenau gesehen habe, was für geistige Gefahren wir laufen, wenn wir also bestimmte Probleme, die er bei Foucault und Adorno diagnostiziert hat, das ist großartig. Aber am 29. Oktober 1978 sprach Hans Meyer seine Gedenkworte für Jean Marie in der Akademie der Künste in Berlin. Seinen Freund und Doppelgänger, wie er ihn nannte, sagt darüber, er sagt über ihn, von Büchern, wie sie Jean Marie schrieb, hat ein Leser, der wirklich gemeint war, stets alles zu befürchten. Hier schrieb einer, der sich auskannte, der wusste, was mit Worten wie Unfreiheit und Folter, Ohnmacht und Terror, aber auch wie Freiheit und Solidarität nur unzulänglich beschrieben werden konnte. Diesen kurzen Satz hat er ihn so richtig charakterisiert. Ja, finde ich, wenn man einen Satz sagen müsste, ich finde es sehr treffend. Was müssten wir von Jean Marie heute unbedingt wieder lesen? Die unbedingt die Aufsätze zur Aufklärung und Charles Bovary. Das sind die Dinge, die viel zu wenig bekannt sind. Also wenn man Jean Marie 100 Menschen nannt, wenn sie ihn überhaupt kennen, kennen sie ihn zu Auschwitz, Folter und Selbstmord. Vielleicht auch zum Altern, ja. Ja, das Buch über das Alter von 1976. Ja. 68, das, ach, 68, über das Altern, Revolte und Resignation. Ja, und das sind wichtige Bücher, aber sie gehen alle in eine Richtung, ja. Und zu wissen, dass er die schwierigsten Themen der Welt genau ins Auge fassen konnte und dennoch nicht die Hoffnung an, wie er dann immer sagte, die Werte der Aufklärung, also Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit, dass er die Hoffnung daran nicht verliert, das muss man zusammendenken. Er könnte sie zusammendenken. Vielen Dank, Frau Professorin Neimann. Gern geschehen.